Schon geschlagen? Und du nennst dich einen Meister des Kokons? Du bist und bleibst Sohn eines Feiglings. Weiß ist die Bestie des Schicksals. Blau ist die Bestie der Rechtschaffenheit. Der blaue Kokonmeister. Wach auf! Du hast wieder im Schlaf geschrien. Geht es dir gut? Von heute an bist du der Kokonmeister von Syrus. Du musst stark sein. Am besten begibst du dich jetzt zum Haus von Großmutter Garay. Mabu wartet wahrscheinlich dort auf dich. Oh, du bist doch endlich noch gekommen, ja? Ich habe etwas, das ich dir gleich geben möchte. Setz dich mal hier hin. Schon bald wirst du den Wald als ein Kokonmeister betreten. Am Waldeingang gibt es 4 Tore durch die göttliche Barriere. Damit du hindurchkommst, musst du den richtigen Schlüssel haben. Einer davon befindet sich hier in Syrus. Es ist der Schlüssel zum Käfertor. Louis, der Postnachtturm, hat ihn. Wenn du den Schlüssel von Louis erhalten hast, musst du tief in den Käferwald hineingehen. Dort lebt ein anderer Kokonmeister. Die Leute nennen ihn den blauen Kokonmeister. Er heißt Koris und er ist ein sehr tüchtiger Mann. Es ist wichtig, das Kalabaskraut zu finden, doch zuerst solltest du lernen, auf dich selbst aufzupassen. Du kannst ohne Zweifel viel von ihm lernen, denn auch er ist ein Kokonmeister. Ich habe inzwischen alles zusammen, was du für deine Reise benötigst. Falls du sonst noch etwas brauchst, solltest du einfach in den Laden gehen. Und Wunden können nur mit Krugwurz geheilt werden. Sorge stets dafür, dass du genug davon hast. Oh, und vergiss nicht, dich zu bewaffnen. Wenn du nicht genügend leere Kokons hast, kannst du von Mabu welche bekommen. Oh ja, fast hätte ich etwas sehr Wichtiges vergessen. Dies hier ist die Fangflöte. Durch den Klang dieser Flöte werden die Diener sowohl gefangen genommen als auch herbeigerufen. Dein Vater Riketz vertraute sie mir an. Doch vielleicht werde ich dir eines Tages alles darüber erzählen.